Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 185 und wir sind hier im Schattenmontal mit vielen, vielen Aufgaben. Wir haben hier die kleine Minibasis gefunden von den... Ja, jetzt will ich wieder nicht lügen. Der Schatter, Alter, der Schatter, jo. Da sind die Seher, glaube ich. Dann sind die Aldor. Ich verwechsel das schon mal gerne. Aldor, ja, ja, richtig hier. Die Aldor. So, und wir so als Jäger. Als zwei Vorteil mit unserem tollen Bett. Hier, die warten quasi darauf, dass wir die holen. Es aussieht, haben die kein Sprinten, was ich zuerst Angst hatte. Nö, aber wir machen einen ganz guten Job, glaube ich. Sehr gut. Den. Da hier unser Freund, der Wächter, auch mit drauf haut. Wow! Erschrocken. Da sind sie wieder, die Geister der Karabor. Aber ich kann nichts mit denen anfangen, also ich weiß nicht, wo die herkommen. Sagen wir wirklich nichts. Wem sie was sagen, kann ich mal in die Kommentare schreiben, aber. Wie ihr seht, auch 70er sind für uns kein Problem. Wenn wir mal treffen. Sieht ein bisschen aus wie der von Karazhan, der erste Boss. Außer netter Stoff haben die sonst nichts Interessantes. Mysteriös. Irgendwas ist noch eine. Noch eine. Tja, wo mir einfällt, man kann auch Untote in einen Eiswürfel setzen. Geister glaube ich nicht. Ja, wirklich was Tolles haben die nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt vier waren oder einfach nur spawnen die immer wieder. Wie gesagt, ich kann mit denen nichts anfangen. Also, wüsste nicht. Geister der Karamor. Fast schon wie hier damals. Aber hier ist hier die in ICC. Vielleicht gibt es eine, die Geister fallen. Aber dann aus dem Nix, beziehungsweise von den Seiten, dann immer wieder die komischen Riesenskelette kamen. Dann gab es ja noch die Ruffarmgruppen. Extra gepult hat. Ja, gab schon lustige Sachen damals. Ich hoffe, wir pullen jetzt nicht alle möglichen dann dabei. Aber ihr seht, die sind jetzt 69. Oh. Geht ja eigentlich auch ganz gut. Ja.
jetzt nicht so hier den Akku verliert. Ich wollte eigentlich nochmal gucken hier mit der Ausbildung. Müssten wir eigentlich ein paar Punkte mittlerweile wieder haben. Naja, gut. Ich glaub, Ausdauer hatten wir ja schon geholt. Müssen theoretisch nochmal zum Lehrer. Der Schaman hätte ich eigentlich gedacht, der geht eher in den Fernkampf. Als mit seinem Stäbchen da auf uns rumzuklöppeln. Gut. Klöppelt dann doch lieber mit dem Stäbchen auf uns rum. Soll er mal versuchen. Wir kriegen das schon hin. Ich bin da voller Mutes. Wir müssen unseren Bittern heilen. Aber immerhin hauen die nicht ab. Ach so, die droppen was. Oh, ich verstehe. Ich liebe es, ehrlich, manchmal. So, der müsste aber jetzt genug bekommen, dass wir nicht direkt drüber hauen. Hoffe ich einfach mal. Das? Ah, okay. Elek verwüstet, okay. Soll ja alles geben. Sehr der Elitari. Wo ist das? Ach, das zählt auch zu den Fragmenten, die droppen. Haha, wir können die auch sammeln. Das ist natürlich noch einfacher. Wenn die auch noch so schön grün glitzern. Könnte das ja richtig entspannt werden hier. Warte, kommen lassen, kommen lassen. Kommen lassen, kommen lassen. Natürlich einfach. Das
Den auch, den müssen wir auch killen. Okay. Ziemlich alles killen hier, wie immer. Was die komischen Alle verwüstet er nicht. Ja, lustig. Oh, Antreiber müssen wir töten. Ist das ein Antreiber? Nee, ist ein Schaman. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass nur die komischen Arbeiter die Fragmente da droppen. Obwohl, die holen die wahrscheinlich aus dem Boden oder so. Vielleicht deshalb. Macht Sinn. Zu beschwören oder so. Irgendwas Düsteres, Böses. Das weiß man nicht. Gehen hier immer düstere Dinge vor. Hätte ich mir fast gedacht. Oh, ich hoffe, selber dann überlebt das. Stimmt. Volle Hoffnung. So. Der was essen, nochmal heilen, dann kann ich essen und trinken. Was denn sonst hier Tolles? Schamane. Keine Fragmente, die hier so rumliegen. Da rein. Nicht der Basis. Oh, was ist das denn? Ein hässliches Ding. Verwüste. Echt lustig. Der Verwüste. Mal so eindrücken. Vielleicht hat er ja auch Fragmente. So als Aufseher. Nein, der hat keine Fragmente, aber Schattenpartikel. Fast so wie Fragmente. So, und der bringt den mit und den auch, habe ich mir fast gedacht. Vielleicht können wir den dann ja auch kirschen, ne? Die Hälfte haben wir schon mal, schon mal gut. Dass unser Reittier nicht auch kämpfen kann, finde ich doof. Wie im Film, bei WoW.
Und die Reittiere, die wollte ich ja auch kaputt. Sind ja auch Wölfe. Ja, da bin ich wirklich doll aus. Glattes Fell. Und man kann sie köcheln, das finde ich gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW und The Burning Crusade. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, auf Wiedersehen.